Servus, grüß euch, Habilere. Ich bin Orange Tim. Willkommen zu Severed Steel. Ich habe mir da jetzt mal wieder einen Ego-Shooter rausgesucht. Der ist äußerst positiv bewertet. Und ich habe den im Steam-Sale für 2,09 Euro erhalten. Wir schauen uns da zusammen die Steam-Page an. Severed Steel. Ein stilvoller und instinktiver Singleplayer-FPS mit einem flüssigen Stunt-System, zerstörbaren Voxel-Umgebungen, haufenweise Bullet-Time, einer einzigartigen, einhändigen Protagonistin und einem dunklen Elektro-Soundtrack. Das mit dem Soundtrack werden wir wahrscheinlich nicht ballern können, weil ihr wisst, das ist bestimmt geschützt und dann kriegen wir wieder Megge vom Egge. Und ja, Entwickler und Publisher sind Greylock Studios. Beliebte, benutzerdefinierte Tags für dieses Produkt sind Ego-Shooter, Kugelhagel, Action, Parkour, 3D, bla bla bla. Normalerweise kostet das gute Ding 20,99 €. Ich habe gesagt, ich habe wie gesagt 2,09 Euro gekauft. Und ja, braucht ein paar Sachen. Steht jetzt nicht da, wie groß das ist. Und wie gesagt, kürzliche Rezensionen äußerst positiv mit 95% und alle Rezensionen mit 95%. Und erschienen ist es am 17. September 2021. So, dann würde ich sagen, wir hüpfen einfach mal ins Spiel. Ich werde das Spiel betätigen und wir gehen zusammen rein. Vorher gucke ich aber noch, wie viel Megabyte das gebraucht hat. 2,99 Gigabyte braucht das gute Spiel. Ich würde sagen, ja, das kann man machen, wa? 3 Gigabyte für ein Spiel, die sollte jeder frei haben. So, und vielleicht im nächsten Sale dann wieder kaufen. Ansonsten, wenn es echt geil ist, kann man es natürlich auch mit ohne Sale kaufen für 20,99 €. Wir müssen jetzt erst einmal schnell hier lalalala, Einstellungen, Audio, Musik, zack. So, ich glaube, ja, so geht es, oder? So ganz, ganz leicht im Hintergrund. Ihr werdet es wahrscheinlich eh nicht hören, aber da kann man dann nichts machen. Fernsehmodus, AMD, FFX, FOV 120, lassen wir so. Frame Rate 120 können wir auch gerne so lassen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie es aussieht. Machen einfach mal hier Kampagne. Schwierigkeit kalter Stahl, gehärteter Stahl. Ein etwas entspannteres Erlebnis. Es gibt weniger Gegner und sie lassen immer vollgeladene Waffen fallen. Die Savage Steel Erfahrung nur ein wenig einfacher. Ja, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Parcours und mit dem Ding. Wir machen einfach mal. Machen mal Spaltstahl, oder? Das ist genau in der Mitte. Und es steht da, die definitive Severed Steel Erfahrung. Vermutlich wirst du oft sterben, aber das macht den Sieg nur noch umso schöner. Großzügiger Einsatz von Stunts erforderlich, um zu überleben. Regeneriere Gesundheit und Kugelzeit durch Besiegen von Gegner. Alles klar. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, für mich ist jetzt auch ganz neu. Aber wir werden es erleben. Schauen wir mal, wie lange das Video heute geht. Machen wir heute mal ein bisschen ein knackeres, kurzes Video. Weil die letzten waren relativ lang immer. Oh. Ein Arm. Weniger. So. Die ist jetzt bestimmt sauer, weil Arm abgehackt und sowas, ne? Das kann man nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Müllkompaktor. Entkomme. Okay. Also WASD. Springen. Tippe zum Gleiten auf Control, während du dich bewegst. Passt. Okay. Okay, Glas durchbrechen. Passt. Okay, springen, tauchen. Doppelsprung kann man auch machen, passt. Left Shift für einen Hechtsprung.
Okay. Oh, die wollen, dass ich hier überall durchhau. Passt. Dann für einen Doppelsprung ausgefolgt von einem Hechtsprung. Ach so, ich laufe wahrscheinlich immer schnell. Pass auf. Ja, bin ich einfach mal in den Abgrund gehopst, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Drücke F, während du springst, um dich von einer Wand abzustoßen. Okay. Eieiei, ob ich mir das alles merken kann. An den Wänden laufen. So, um an den Wänden lang zu laufen, springe Space, wenn du dich im Winkel einer Wand näherst. Hoppala, da hätte man auch rausfliegen können. Alter Schwede. Kugeln ausweichen. Halte Right Mouse Button, um die Zeit zu verlangsamen. Crazy. Right Mouse Button, um die Zeit zu verlangsamen. Alles klar. Achso, hier ist es dann Control. Verbinde alle Gleiter. Warte. Ich sollte das immer vielleicht erst lesen, bevor ich irgendwas mache. Eine Sekunde. Entschuldigung. Danke. So. Ups. Ja, ich will immer gleich springen, aber wir brauchen da überhaupt nicht springen, weil wir müssen einfach nur rüber gleiten. Pass auf. Zack, zack. Schießt nicht auf mich. Pew. Zack, geil. Gut. So, was willst du jetzt? Wandläufe, Gleiten und Hechtsprünge weichen Kugeln aus. Oh, die schießt mich von der Plattform, ihr kleinen Ficker, Alter. Entschuldigung. Okay. Crazy. Finde eine Waffe. Ja, wie? Hier liegen noch Waffen. Ah. Leere Waffen werfen. Okay. Entkomme. Ah. Mann, ich verknot mir jetzt schon die Finger. Scheiße. Hä? Bin schon wieder einfach runtergefallen. Soll ich da hinten entkommen oder soll ich eher... Zerstöre das Terminal. Kampfgewehr. Okay, also. Wir können ja erst gerne mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, die schießen schon auf einen.
So. Aber wo müssen wir hin? Zerstör das Terminal. Öffne die Luke. Welche Luke? Okay. So, und jetzt müssen wir da hoch. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr reden. Okay. Zerstöre die Terminalsteuerung. Was möchte mein Handy von mir? Wir müssen nur mal gucken, wo die Serversteuerung ist. Betritt den Notausgang. Wo ist der Notausgang? Gib mir deine Waffe, Bruder. Okay, spannend. Was? Zerstöre den Kolben. Uno momento. Was? Zerstöre den Kolben. Okay. Shotgun, bitch. So, wo müssen wir hin? Alter! Hehehe. So, ah. So, wo sind da weitere Kolben? Gebt mir eure Waffen. Und wie die auch blären, Alter. Richtig nice. Jetzt müssen wir bloß schauen. Ah, man kann Headshots auch verteilen. So. Raus hier! Okay, wo lang? Da unten. Crazy Game. Oh! So. Töte sie alle. Alles klar. Geht die Tür gar nicht auf, oder was? Ah. Sie läuft und gleitet und springt. Fangen die jetzt auch schon so zu springen oder was? Gegner.
Alter. Okay, die Tür ist wieder zu. Also man läuft eigentlich von selber. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. So ist Leiden. So ist Leiden. So ist es, ja. Aus hier. Genau, das war dadurch Deutschen hier. Zack. Okay. Zerstöre die Proben. Alles klar, mach mal. Zu mir Bitch sagt oder was? Das sag er mal. Jetzt muss ich bloß schauen, wie wir hier wieder hochkommen. Seine Waffe aufgehoben? Nee. Okay, vielleicht. So, warte. Wo kommen wir hier wieder hoch? Hier ist dann der Ausgang, okay. Muss ich doch hier irgendwie. Ah. Ah, okay. Schieß nicht auf mich, wenn ich hier am Ausprobieren bin. Nächsten Proben. Hier. So, letzte Probe. Ist es überhaupt die letzte Probe? Ich glaube schon. Wie kommen wir da hin? Also wenn ihr den Sound hören könntet und der richtig laut ballert, das wäre schon geil. Was? Gott, 100 Kills. Okay, nice. Was muss ich tun? Zerstöre die Konsolen. Alles klar. Also es ist schon geil. Ich müsste vielleicht ein bisschen mehr reden auch. Und vielleicht den Sound ein bisschen leiser machen, weil es knallt schon echt übel in die Ohren. So, wo müssen wir raus? Complete the R&D and Production Lab Levels. Finde den Prototypen. Okay. Ah, ich hab gedacht, da kommt mal durch. Kommt mal leider nicht durch. Könnte das sein? Wird das irgendwo angezeigt? Ich glaube nicht.
Hello, where do I have to go? Sind wir hier richtig? Ja, wo Gegner sind, ist man meistens richtig. Gib mir deine Waffe. Alter, das Spiel geht echt übel ab. Ja, mit den Prototypen. So. Wo müssen wir hin? Okay, von da sind wir gekommen. Ist der Prototyp vielleicht hier drin? Ah, nee, hier geht's weiter hoch. Ah. Daneben! Oh, da sind wir runtergefallen. Das ist der Prototyp. Finish Chapter 1. Ja, geil. Also, wie lange geht's schon? 21 Minuten. Ich glaube, eine Runde machen wir noch. Aber ich glaube, wir haben da schon eine Idee, um was es hier geht. Also echt, das ist ja voll das geile, schnelle Spiel. Ich glaube, wenn man das sich ein bisschen... Entschuldigung, ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat und nicht so wie ich mir ständig die Finger verknurrt, dann könnte es echt nice sein. So, ein Level machen wir noch, okay? Korridor. Ja, dann machen wir halt den Korridor zusammen noch. Drücke Mittelmaus-Button, um deine Armkanone abzufeuern. Sie kann fast jede Wand zerstören. Ui, da. So. Sagt wer? Boah, hier geht's ja übel ab. Leco mio. Kann ich mit der Armkanone dann eigentlich Gegner auch zerschießen? Muss mal schauen. Aus der Luft gekickt, du kleiner Geiler. Nice. Ups. Du musst gar nicht herspringen, Bruder. So, ich glaube, wir müssen hier so. Hier so. Und hier so. Armkanone. Armkanone. Achso, nee, wir müssen hier. Ah, okay. Ich verstehe. Was? Ventilatoren-Energie zerstören. Ja, machen wir noch eins, oder? Ich glaube, wenn wir hier reinspringen... Kommen wir hier hoch? Jawohl. Okay. Was hat's geheißen? Luftschacht runter, Luftschacht runterfallen. Absteigen. Oh, der war ja voll daneben. Schlecht.
kommst denn du auf einmal her, Bro? So, wo müssen wir hin? Haben wir die Handcannon immer noch? Okay, da kommen wir nicht durch. Wo muss ich hin? Das macht doch gar keinen Sinn. Da ist noch mal eins weiter unten. Kommen wir denn dahin? Das ist eine gute Frage. Danke. Dann schauen wir mal. Gehen wir hier so weiter. So nicht, Freund. Was ist das? Nichts. Okay, wir müssen mal hin. Ah, in die Richtung. Müssen wir da nochmal weiter runter? Ja, das kann sein. So. Gib mir deine Waffe. Oh shit, ich sterbe schon. Ich glaube, das ist das erste Mal sogar, dass wir in irgendeine Richtung sterben jetzt, oder? Ich habe noch nie irgendwas Rotes gesehen hier im Spiel. Also keine rote Ansicht. Rot habe ich schon gesehen. Achso, das ist schon der Ausgang. Normalisierte Leere. Kann man hier eigentlich speichern? Weiß es nicht. Weiß auch nicht, warum mir mein Auge tränt, weil es so schön war. So. Alter, das Spiel geht voll ab. Das kann man sich sogar für 20,99 gut kaufen. Ich habe es aber für 2,09 € gekriegt. Das ist sehr, sehr gut. Ja, probiert es gern aus. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das schon gespielt habt. Und das war's dann schon wieder mit dem Video. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne disliken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, yo.